Der enttäuschende Grunddurchgang ist abgehakt. Villach mischt voll mit im Rennen um die verbleibenden zwei Playoff-Plätze. Aber die Gäste aus Dornbirn sind ebenfalls gut drauf und kommen mit 4 Siegen in Serie im Rücken nach Villach. Das Torfestival startet spät im ersten Drittel. 19. Minute Fehler im Dornbirner Spielaufbau, nachdem die Villacher die Scheibe zunächst verlieren. Und Sarauer ist zur Stelle, trifft zum 1:0 für den VSV. Schnell umgeschalten von den Villachern. Sarauer dann aus spitzem Winkel, den muss man erst einmal so machen. Die Adler gehen zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Und pünktlich zur ersten Sirene treffen dann auch die Gäste. Connelly mit dem Buzzerbeater, 1:1. Herzog kann natürlich nicht zufrieden sein mit diesem Gegentor, denn er bekommt die Scheibe durch die Hosenträger, wie wir gleich sehen werden. Hier noch einmal der Angriff der Vorarlberger und dann geht die Scheibe durch Herzogs Beine, durch in die Maschen. Ärgerliches Gegentor für den Villacher Schlussmann, den darf man eigentlich nicht bekommen. Im Mitteldrittel legen die Villacher nach knapp 2 Minuten dann wieder vor. Petriks Schuss zunächst noch geblockt und Kromp verwertet dann aber den Rebound zum 2:1. Der Treffer geht auf die Kappe von Rinne, denn er macht die Ecke nicht zu. Und so trifft der VSV zum zweiten Mal. Wir sehen es hier noch einmal. Den darf er nicht bekommen. Kromp stochert hier die Scheibe an Rinne vorbei ins Tor. Und 7 Minuten später macht Kromp seinen zweiten Treffer. Überzahl Villach. Labrec hält aus der Distanz drauf. Kromp ist als letzter dran. 3:1 für die Traustädter. Villach bekommt Oberwasser, Villach dominiert hier, Labrec mit dem Hammer, Rinne nicht zur Stelle, Kromp mit dem abgefälschten Schuss zum 3:1, Rinne verschätzt sich hier einfach, kalkuliert den Schuss falsch und Kromp stellt den Schläger rein. Dann ist Köpfchen gefragt bei Herzog im Villacher Tor, aber sehen Sie selbst, das macht er im Stile eines richtig guten Kopfballspielers. Köpfelt da den Puck hinaus, da muss er selber schmunzeln. Es läuft die 36. Minute. Dann sieht Hickmott Shields, der sich perfekt freiläuft. Und der verwertet trocken zum 4:1. Villach legt weiter vor, Villach zieht davon. Dornbirn im Abwehrspiel zu zaghaft. Aber auch gut gemacht natürlich von den Kärntnern. Hickmott behauptet die Scheibe hier wirklich gut. Auch sein Pass ist zuckersüß. Und Shields lässt sich diese Möglichkeit dann natürlich nicht nehmen. Ja, Dave McQueen, der Dornbirner Head Coach, ist ordentlich angespeist. Und in Minute 48 machen die Adler dann alles klar. Streu mit dem fürchterlichen Fehler. Das Tor ist offen, Hickmott. 5:1 ins leere Tor. Der Gegentreffer geht ganz klar auf die Kappe von Streu im Dornbirner Tor. Der will den Puck hier spielen, kommt aus dem Tor, aber macht die Rechnung ohne die Villacher, die gut antizipieren. Und Hickmott hat dann das leere Tor vor sich. Aber nur wenig später folgt ein Lebenszeichen der Gäste aus Vorarlberg. In Unterzahl
Zimmer Silvester die Scheibe ins Tor. Shorthander zum 2:5 aus Sicht der Bulldogs. Richtig gut umgeschalten, schnell nach vorne gespielt. Silvester startet gut. Guter Lauf. Ab ins Kreuzeck. Die Bulldogs sind also doch noch da, melden sich zumindest einmal wieder zurück. Ja, und plötzlich wird es dann sogar noch einmal spannend. 53 Minuten auf der Uhr. Weiter Pass von Magnan auf Dalwies. Der beweist im 1 gegen 1 gegen Herzog Coolness und verkürzt auf 3:5. Ein kräftiges Lebenszeichen des DEC. Ein guter Pass von Magnan. Dalwies verzögert, ein Haken und Herzog ist verladen. Noch einmal dieser Zuckerpass. Dalwies macht alles richtig. Herzog ist schon am Boden, hat keine Chance mehr, diese Scheibe noch abzuwehren. Dann gibt es einen ordentlich harten Check von Chauffron gegen Arneel, aber da ist alles sauber dabei und Arneel hat Glück, dass er da weitermachen kann, denn er wird schon brutal weggeräumt von Chauffron. Aber alles sauber, sagen die Refs, das Spiel läuft weiter. Und hier sehen wir, wozu Helme gemacht sind. Denn den erwischt es hier ordentlich. 2 Minuten vor Schluss setzt Villach dann in Person von Leila den Schlusspunkt. Zunächst aber Streu mit 2 richtigen Big Saves, wie wir hier sehen. Kann er die Dornbirner noch im Spiel halten, aber dann schiebt Leila zum 6:3 Endstand für die Adler ein. Noch einmal die 2 richtig guten Paraden von Streu. Da ist er dann aber am Boden. Und Leila muss die Scheibe nur noch über die Linie drücken. Der VSV gewinnt auch sein 2. Spiel in der Quali-Runde und sorgt so für ordentlich Spannung im Rennen um die verbleibenden 2 Playoff-Plätze. Auf die zweitplatzierten Dornbirner fehlt aktuell nur 1 Punkt. Ich glaube, Damen hat genug Chancen gehabt im ersten Drittel. Ich glaube, die Chancenauswertung war wirklich der große Unterschied. Wie gesagt, mit dem ersten Drittel war ich nicht zufrieden. Das haben wir auch angesprochen. Aber wir sind immer besser ins Spiel gekommen. Wir haben mehr Scheiben zum Tor gebracht. Wir sind über einfaches Eishockey eigentlich zum Erfolg gekommen. Und das müssen wir jetzt aber wirklich in jedem Spiel über 60 Minuten machen. Well, you know what? We gave them all the life they had in the second period. That was basically the game. Not a lot going on in the first. Second period, we had too many passengers. And then you dig yourself too big of a hole.